Der Europawahlkampf ist im Endspurt. Das Tempo wird schneller, die Debatten intensiver und die Konfrontation hitziger. Und die Frage wird sehr oft gestellt: EU, wozu? Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, den Menschen deutlich zu machen, dass die Europäische Union für uns ein wichtiges Sicherheitsnetzwerk ist, das uns Frieden gibt, das uns die Freiheit gegeben hat, das uns möglichst viel Gerechtigkeit gibt. Und das müssen wir natürlich auch mit Fakten und Daten unterlegen. Diese Botschaft muss drüber kommen. Es muss eigentlich es uns gelingen, dass wir die Europawahl zu einer Gemeinderatswahl machen, dass jeder merkt, eigentlich bin ich Bürger von Europa und Bürgerin von Europa und weiß, dass viele Entscheidungen, die hier getroffen werden, meinen Kindern, meinen Enkelkindern zugutekommen. Ist es nicht schwierig in Zeiten wie diesen und auch in Brüssel, wo man sagt, ja jetzt ist der Lobbyismus dran, die Lobbyisten sind im Vormarsch? Das ist in der Politik immer so, dass Lobbyisten tätig sind, die sich versuchen, sozusagen hier in die politische Entscheidung einzumischen. Das ist auch per se nichts Schlechtes, denn etwas Gutes sozusagen am Polittisch verhandelt zu bekommen, soll man ja nicht einmal gleich wegweisen. Das sind ja auch sehr, sehr viele positive Teile dabei. Lobbyismus ist nur dann schlecht, wenn er gewisse Teile ausgrenzt, wenn man zum Beispiel nur eine Hardcore-Wirtschaftspolitik für große Konzerne im Kopf hat und dann das soziale Element, die mittleren und kleineren Betriebe oder auch ganz entscheidende ökologische Fragen außer Acht lässt, dann ist Lobbyismus abzulehnen. Aber wenn ich das Ganze sehe und dass jemand sozusagen durchaus aktiv einbringt als Lobbyist, sehe ich das einmal per se nicht negativ. Das möchte ich sehr klar gesagt haben. Sie haben heute eine Mitstreiterin sozusagen vorgestellt. Was erwarten Sie von ihr? Ja, Simone Schmidbauer ist sicherlich eine exzellente Kandidatin, weil sie als Mutter zweier Kinder, weil sie als Bäuerin, als ehemalige Bürgermeisterin, als kleine Unternehmerin, als Direktvermarkterin weiß, wo der Schuh drückt, wo die Menschen eigentlich auch Europa brauchen und Europa vielleicht weniger brauchen. Es gibt ja viele Dinge, die wir nationalstaatlich wesentlich besser lösen könnten als im großen Europa. Das muss man auch einmal klar ansprechen. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dieses neue Europa so aufzustellen, dass die Menschen merken, das, was ich selbst machen kann im Land, in der Gemeinde, im Nationalstaat, das sollten wir hier behalten. Und das, was unseren großen Interessen dient, wie der Klimaschutz, wie eine Steuergerechtigkeit oder wie der Sicherheitsschutz sozusagen auch an unseren Grenzen, das kann Österreich oder die Steiermark allein nie machen. Und das müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern verdeutlichen, dass sie mit ihrer Stimme diese wichtige Zukunft auch absichern können. Im Mürztal wurden die Kandidaten für die Europawahl des heurigen Jahres vorgestellt. Was braucht die EU? Sie braucht Menschen mit Engagement und Hausverstand und hat eine, so scheint es, ideale Kandidatin gefunden. Sie weiß am ehesten, wo der Schuh drückt. Große Aufgaben kommen auf sie zu. Es ist so wie im Theater, die große Oper wird hier gespielt, die Kammerspiele bei den Kommunalwahlen und dergleichen. Was ist Ihr Credo für Ihre Funktion? Also da ich einmal ein großer Opernfan bin, kann ich das unterstreichen, ein Giuseppe Verdi-Fan zum Beispiel. Was ist mein Credo? Ich habe es gesagt und ich predige das durch die Lande. Ich sehe mich als Praktikerin mit Hausverstand, die aus der Kommunalpolitik kommt, sprich die Grundschule der Politik überhaupt. Ich durfte das Angestelltenverhältnis erleben, weil ich ja im Bankensektor gearbeitet habe und ich bin eine leidenschaftliche Bäuerin. Ich glaube, diese Kombination macht es aus, dass ich gelernt habe, über den Tellerrand zu blicken, das große Ganze nicht zu verlieren, im Blick zu haben. Und das Allerwichtigste, glaube ich, auch in der Gemeinde habe ich gelernt, über Parteigrenzen hinweg zu denken, andere mit ins Boot zu holen und gemeinsam Allianzen zu schmieden und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und das ist für mich Europa, dass nicht nur jeder Staat an sich denkt, sondern dass wir das große Ganze im Auge behalten. Die nächsten Wochen werden dazu genützt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Team präsentiert sich hier auf dem Hauptplatz in Leoben. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht mit der Konfrontation oder der Austauschmöglichkeiten mit den anderen?
Also die Stimmung ist sehr positiv, die Leute gehen auf uns zu. Sie freuen sich, dass sie heute unsere steirische Spitzenkandidatin, die Simone Schmidbauer, treffen haben dürfen und jetzt gleich nochmal treffen. Die Simone kommt sehr gut an bei den Leuten. Sie hat eine sehr sympathische Ausstrahlung. Sie war auch heute schon mit unserem Bauernmarkt unterwegs und sie ist ja selbst Bäuerin und Direktvermarkterin und steht ja regelmäßig am Landplatz in Graz und hat daher auch hier mit den Leuten einen guten Kontakt führen können und die Leute waren sehr begeistert von ihr. Und zum Schluss wird man sagen können, EU, man weiß jetzt wozu. Tradition wird in vielen Ortschaften des Mürztales noch groß geschrieben. So auch in St. Bavaria im Mürztal, wo am Vortag des 1. Mai Maibäume aufgestellt wurden. Bei musikalischer Umrahmung und Festansprachen wurde auch in der Veitsch ein Maibaum feierlich aufgestellt. Das Maibaumaufstellen gehört zur Tradition dazu bei uns in der Obersteiermark, generell in der Steiermark und in Österreich. Wir haben ja heute jetzt mit der Veitsch den 3. Maibaum zum Aufstellen. Zwar haben wir schon in Mitte davon den Wartberg, damit jeder Ort einen hat, weil es einfach zum Ortszentrum dazugehört. Tradition, nachdenken über das, was die Menschen, die vor mehr als 100 Jahren aufgestanden sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, erreicht haben. Und wie man es bewahren kann, das ist unsere Aufgabe und noch ausbauen kann. Nach einem Fackelzug für Klein und Groß wurde noch spät bis in die Nacht gefeiert. Die Freunde der Breitenauer Bahn luden am Samstag zur Saisoneröffnung ein und viele kamen. Country-Musik, Aussteller, Oldtimer-Freunde und sogar der Zug wurde nach bester Manier überfallen und beraubt. Grundsätzlicherweise gibt es den Schienenverkehr auf der Breitenauer Bahn nur für den Güterverkehr. 1966 wurde der Personenverkehr schon eingestellt. Wir fahren jetzt als Verein seit circa 10 Jahren drauf und machen 4-5 Mal im Jahr einen Betriebstag. Da kann man den Personenverkehr wieder aufleben lassen. Wie wird die Breitenauer Bahn betrieben? Immer schon elektrisch. 1913 wurde sie erbaut. Immer schon elektrisch betrieben. Ja, und die einzige Nostalgie-Spur in der Steiermark, die elektrisch betrieben wird. Wie hilft sich die Bahn? Wir haben das große Glück, dass ja der Güterverkehr das ganze Jahr hier rollt. Es gibt so 60.000 Tonnen, werden befördert über die Bahn im ganzen Jahr. Und diese 4-5 Betriebstage auf einen Samstag dürfen wir hier fahren und bezahlen natürlich das Entgelt für diesen Tag. Aber wir brauchen Gott sei Dank nichts erhalten.